Fühlt sich ja gleich an, als ob ich selbst 85 geworden bin. Also, ich sage erstmal danke, Ulla. Toll, dass du das geschafft hast. Bis hierher. Tatsächlich gehört Ulla Stöckel, mit der ich seit über 30 Jahren zusammenarbeite, nicht so zu den Jubiläums- und Geburtstagsfetischistinnen. Das ist nur so, dass sich das viel leichter macht, dann Leute einzuladen oder auch ein bisschen mediales Interesse zu bekommen. Wir hatten jetzt den Tagestipp fürs Kino in der Taz zum Beispiel, also so Sachen, die klappen halt nicht bei 83,5. Ich wollte eigentlich kurz was sagen, also zu dieser Digitalisierung, weil es dann so, die Premiere der Digitalisierung, von einem Film, der über 50 Jahre alt ist, und tatsächlich ist das was ganz Besonderes. Und es ist auch besonders, dass es eben der Film von einer Regisseurin ist. Und es ist ein Film, es ist ein experimenteller Film, der in 1971 auch im ZDF lief. Da gab es so ein experimentelles Format, nannte sich Kamerafilm. Für Filmschaffende wie Ulla war das ganz Tolles, weil sie dort sich auch ausprobieren konnten und von den Sachen, von denen sie eben überzeugt waren, also das auch zum Ausdruck bringen konnten. Gleichzeitig ist es so, dass es in einer Zeit passiert, wo es wenige Frauen gibt, die Regie machen, und es ist strukturell auch so, dass denen nun die ganz großen Kinobudgets sehr selten zugetraut wurden. Dieser Gender Gap, der spiegelt sich heute eben auch wieder dann darin, was dann eben zum erhaltenswerten Filmerbe gezählt wird. Also was wird digitalisiert, was darf dann in die nächste Technik übertragen werden. Und insofern ist das eben was Besonderes, weil es eben keinen Kinofilm gab. Jetzt auch für die Digitalisierung ist es so, dass es fast ein Ausschlusskriterium ist, wenn ein Film keine Kinoauswertung hat. Vieles vom Filmerbe geht verloren, besonders von Frauen, weil wenn du vorher nicht das Geld bekommen hast für die Kinosachen und dann nur im Fernsehen gelaufen bist, obwohl du da vielleicht keine schlechtere Qualität abgegeben hast, dann ist es jetzt auch, also es wird unproportional weniger erhalten im Filmerbe von dem ohnehin schon weniger Erhaltenen. Ja? Also das ist... Das war mir nochmal wichtig, also darauf hinzuweisen. Und hier sind jetzt natürlich viele, auch aus der Filmbranche, die das wissen, die sich auskennen, aber in den Statistiken, da würde vielleicht Skadi Lois, Professor Skadi Lois, Jungprofessorin in Potsdam, und die mit ihrer Forschung, also sagen wir mal, vielleicht eine von den wenigen ist, die da dann mal dran ist, sowas auch mit Zahlen zu belegen. Viele andere Dinge hat sie schon. Und es gehört eben relativ viel dazu, es ist nicht ganz unaufwendig, sowas zu machen, das Filmerbe zu verwalten. Ich freue mich, dass viele aus der Kinemathek heute hier sind, die Ullas schaffen seit ganz langer Zeit begleiten, hier für diesen Film, eben das zu begründen. Warum ist das nun erhaltenswert? Die Mühe hat sich Martin Körber gemacht, der ganz lange Jahre die Abteilung für das Filmarchiv an der Kinemathek geleitet hat, jetzt in die Babypause gegangen ist und den Staffelstab an seine Nachfolgerin Elisa Jochum, vielen Dank, übergeben hat. Also auf die wir uns auch sehr freuen, auch auf die Zusammenarbeit. Es ist sehr viel mehr notwendig. Also es sind Menschen notwendig, die sich dafür interessieren. Bärbel Freund hat viel zum Schaffen von Ulla zusammengetragen, sodass überhaupt wieder bekannt wurde, wo liegen denn überhaupt Filme. Auch Dinge, die teilweise auch an Institutionen gar nicht so geleistet werden können. Also selbst wenn es gelingt, wie hier, schon ganz viel zusammenzubringen, wie so ein Kino, was über viele Generationen
erhalten wurde als Programmkino. Wieland Speck sitzt hinten und bevor der, also lange bevor er bei der Berlinale dann Programmchef gewesen ist für das Panorama, hat er hier dieses Kino geleitet. Ja? Tom Tykwer hat hier gearbeitet als Filmvorführer, weil er auch irgendwie von was leben musste, wenn er gerade keine Filme gemacht hat. Und das ist halt, dass diese Orte, also dass es erhalten wird, dass es Orte gibt, wo wir damit hingehen können. Und es braucht Netzwerke, über die das dann auch verbreitet wird, weil sonst weiß es niemand. Also sagen wir mal, ein Filmmuseum hat jetzt kein Geld vielleicht dafür, dass für so eine Veranstaltung wie hier jetzt auch Werbung gemacht wird. Was da jetzt dahinter steckt, ist wieder das Freudenfluss-Netzwerk, ja, da geht es eigentlich vor allem um die Verbreitung des Wissens lustvoller Sexualitäten. Wir haben da das Pionierwerk von Ulla Stöckel sehr gerne mit reingerechnet, die mit ihren Geschichten vom Kübelkind ja von der FSK auch gesperrt wurde, weil dieses Kübelkind nicht nur gerne fickt, sondern es vor allem auch zu oft sagt, dieses Wort. Und dann mussten die das Format Kneipenkino erfinden, um dann, ja. Also die Polizei kam dort auch vorbei, aber die haben sich köstlich amüsiert und auch nur gut gegessen. Aber ich wollte nur diesen Rahmen einfach ein bisschen geben, was das wirklich viel, viel notwendig ist. Und jetzt wir auch die Daumen drücken und auch nicht nur die Daumen drücken, sondern es vielleicht auch einschreiben für den Newsletter, auch von diesem tollen Kino. Wir wollen, dass dieser Ort erhalten bleibt. Die sind von Gentrifizierung bedroht. Die haben eine ganz tolle, auch erfolgreiches Crowdfunding gemacht, sodass sie zumindest die wirtschaftliche Grundlage haben, dann kreditfähig zu sein. Und trotzdem kann es sein, dass es immer mal wieder Momente gibt, wo ganz bestimmte Sachen erforderlich sind. Über Newsletter erfährt man dann sowas vielleicht. Also immer auch ein bisschen links und rechts gucken, wie schaffe ich das, in der Welt zu leben, die so ist, wie ich sie haben möchte. Einen schönen Abend euch. Ich habe jetzt total viel vergessen. Ich wollte überleiten an das Team vom Filmerbe, Anke Hahn hier gleich noch was sagen würde. Und ich wollte noch sagen, hinterher haben wir auch Zeit, also es wird ein Bühnengespräch geben mit Ulla Stöckel und das wird, die Fragen stellt erstmal Laura Merritt und dann natürlich auch gerne das Publikum und hinterher geht es richtig draußen Catering und Wein und ja, wir freuen uns drauf. Ich bin Anke Hahn von der Deutschen Kinemathek und eigentlich sollte meine Kollegin Julia Wallmüller heute hier stehen, die seit Jahren sich um die Restaurierung der Filme von Ulla Stöckel kümmert. Die ist leider verhindert, deswegen kann ich gar nicht so viel heute erzählen. Aber ich möchte zum einen wirklich im Namen der Kinemathek und insbesondere der Abteilung Filmerbe Ulla Stöckel ganz herzlich gratulieren. Wir freuen uns sehr, dass ihr Werk bei uns archiviert wird, dass wir mit ihr seit Jahren zusammenarbeiten können, um dieses Werk zu erhalten und jetzt auch zu digitalisieren. Und freuen uns jetzt auf genau. Und ich freue mich ganz persönlich jetzt auf diesen Film, den ich auch nicht kenne. Der ist digitalisiert worden 2020, glaube ich. Und der Film war, wenn ich das richtig jetzt so schnell in Erfahrung bringen konnte, nicht überliefert. Der war auf Super 8 gedreht und lief in Hamburg auf der Filmshow. Ich habe jetzt von dir erfahren, dass er eben auch im ZDF lief. Aber er war eben jahrelang verschollen und es ist auch Bärbel Freund zu verdanken, die wirklich in den letzten Jahren ganz viel Recherchearbeit geleistet hat. Bravo, Bärbel! Was das Werk eben von Ulla anbelangt und die, wenn ich das eben jetzt auch auf die Schnelle richtig in Erfahrung gebracht habe, eine Kopie in Frankfurt im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum dann aufgetrieben hat. Was jetzt die Grundlage der Digitalisierung war. Ich hoffe, ich habe meinerseits jetzt auch nichts vergessen. Glückwünsche haben wir schon übermittelt. Und eigentlich alles weitere hatte ja Jeanne auch schon gesagt, das möchte ich jetzt hier gar nicht wiederholen, sondern eben, ich freue mich auf den Film, den ich auch noch nicht kenne. So,
ich sage auch noch einen Satz. Es gibt einen Vorfilm, das hat ja noch keiner gesehen. Doch, den haben wir gesehen, den kann man immer auf YouTube gucken. Ich sage einfach, den hat noch keiner gesehen. Es geht jetzt los, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und dann geht es direkt weiter mit dem Vorfilm. Ja, herzlich willkommen, Ulla Stünkel. Danke, Laura. Ja, mein Name ist Laura Merritt, du hast es gerade gesagt. Ich bin feministische Aktivistin. Ich freue mich jedes Mal wieder. Laura, näher ran. Näher ran. Ich freue mich jedes Mal wieder mit dieser Koryphäe, mit dieser Vorreiterin, würde ich jetzt nach diesem Film sagen. Auch eher reiten. Und einer Mentorin immer wieder zu diskutieren. Das ist ganz toll. Und sorry, ich unterbreche euch jetzt einmal am Anfang. Das sind Mikrofone, ihr merkt, dass die springen wirklich nur an. Das ist so. Fast, die sind fast an den Lippen, sonst funktioniert das nicht. Verstanden. Super, danke. Okay. Ja. So, wir fangen direkt an. Du gibst in diesem Film die Kamera direkt der Hauptdarstellerin in die Hand und gibst ihr damit auch die Handlungsmacht. Und damit wird ja auch so eine Metaebene eingezogen und das ist ein Stilmittel eines feministischen Films. Was war dir damit, also da so wichtig dabei? Naja, also die Technik war ja für viele Frauen immer was ganz Schwieriges. Weil ich kann mich noch als Filmstudentin erinnern, wenn ich ein Kabel in der Hand hatte, war sofort ein Co-Student da, der es mir aus der Hand nahm und es in die Steckdose tat. Irgendwie war es immer ganz schwierig, sich da durchzusetzen und sich auch klar zu machen, warum man sich jetzt mit sowas durchsetzen will. Ja, ich meine, es macht einen selbstständiger, wenn man es selber kann. Ja, klar. Das ist ja auch noch ein anderes Zeichen, also auch Demokratisierung der technischen Mittel, also dass du auch vor allen Dingen den Frauen sagst, so leg das Tagebuch hin, mach einen Film draus. Und du zeigst ja auch damit, dass die Beziehungen konstruiert sind. Das heißt, sie können bestimmen. Das war ganz wichtig in dem Fall, ja, denn ich meine, ich habe hier außer Ursula Fenzel, die Hauptdarstellerin, niemanden, der eine Schauspielerin oder ein Schauspieler wäre. Das sind alles Freunde. Mhm. Ja, mit denen du Beziehungen hast. Mit denen ich Beziehungen habe, ja, na klar. Ne? Denn ich meine, das war ja immer schon mein Thema, Beziehungen. Nicht nur bezogen auf Sexualität, aber vor allem auch. Ja, denn ich habe nie eingesehen, warum Männern etwas erlaubt sein kann, was Frauen absolut verboten ist. Ja, und ich wollte ausprobieren und ich dachte, dass das etwas ist, was wirklich angesagt ist. Wenn du was willst, was du ändern willst, dann guck mal, wie du es machen könntest. Aber das ist ja auch immer nur der erste Schritt. Was du in deinen Filmen ja überall machst, du zeigst Frauen beim Diskutieren und beim Philosophieren. Und deine Dialoge sind wirklich einzigartig. Also in Erikas Leidenschaften hast du ja auch so viel über die Beziehungen, die Frauen diskutieren lassen. Hier lässt du praktisch die Ehefrau und die Freundin diskutieren und die Männer auch. Naja, wir wollen ja, dass sich was verändert in der Welt und das geht nicht nur die Frauen an, das geht, würde ich sagen, vor allem auch die Männer an. Ja, denn ich meine, gut, wenn es vielleicht ein bisschen viel hier ist, dass die sich immer drauf rausreden, dass die Eva nicht weiß, was sie will. Naja, ich denke, Eva ist nur die Verführerin, aber wollen tun sie das alle. Ja. Ja, jetzt kommen die Männer eher ein bisschen Mansplaining rüber, während die Frauen ja tatsächlich die ganzen Argumente anbringen und man tatsächlich auch dann sehen kann, und das greifst du in den 70ern vorweg, dass es letztendlich an der Hausarbeit, an der Care-Arbeit liegt, dass diese Mehrfachbeziehungen nicht so gut funktionieren. Naja, weil man das ja bis heute von Frauen erwartet, dass sie sich dafür zuständig fühlen.
Und es ist die weibliche Sozialisation, die das auch sicherstellt. Ja? Also es dauert ja sehr, sehr lange, bis man, also zumindest Frauen meiner Generation, mussten da schon ganz viel für sich arbeiten, bis sie das nicht mehr als etwas angesehen haben, was unbedingt so sein muss, weil es von der Natur so bestimmt ist. Ja, ist es nämlich nicht. Ja, sondern ich meine, Arbeitsteilung kann ja wirklich auf jede Art und Weise bewerkstelligt werden. Aber dazu gehört eben auch, was Gott sei Dank in den letzten 50, 60 Jahren auch passiert ist, nämlich, dass die Rechte der Frauen sich verändert haben. Weil wenn du schon vom Gesetz her etwas gar nicht darfst und bei der Eheschließung versprechen musst, dass du für einen sauberen Haushalt und Ordnung sorgst, was ja auch wichtig ist, ist ja zu zeigen, dass die Frauen auch berufstätig sind, also dass sie auf jeden Fall auf der Augenhöhe sind. Das war mir immer sehr wichtig, auf Augenhöhe in jeder Partnerschaft, ob das jetzt beruflich, sexuell oder anders ist. Ja, denn nur dann kann man ja eigentlich auch ausloten, was man aneinander ausloten könnte oder kann. Ja. Und nur wenn das partnerschaftlich möglich ist, kann man auch unser Leben weitertreiben. Also ich meine, da auch Verantwortungen teilen und Verpflichtungen teilen, wie es halt so gehen könnte. Ja. Jetzt ist mir in deinem Film aufgefallen, dass da sehr lange die Lieder auch mit drin sind. Das ist ja was Besonderes. Und also ich habe sehr genossen, auch wirklich den Liedern zuzuhören, aber du hast die ganzen Songs richtig durchgezogen. Ja, diese Songs sind für mich Kommentare. Ja, ich meine, das war eben, was die Welt gedacht hat. Ja, ich meine, ich weiß zum Beispiel nicht jetzt auf Anhieb, wer die Songs für die Zara Leander geschrieben hat. Aber sie war ja auch eine ganz große Ikone, zum Beispiel nicht nur für heterosexuelle Leute, ja, sondern sie war ja wirklich jemand, der auf eine, ja heute würde ich sagen, sehr satirische Art und Weise auf den Punkt gebracht hat, worum es immer wieder und immer wieder zu gehen scheint und was nicht erreichbar ist, ja. Oder aber, naja, warum denn weinen, wenn man auseinandergeht? Ja. Wie war denn die Rezeption von dem Film in den 70ern? Ach, dazu kann ich irgendwie gar nicht viel sagen. Ganz einfach, weil ich habe nur das auf der Filmshow erlebt. Und naja, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich hab eine Zeitungsrezension gelesen und da wurde gesagt, dass da sehr viel Humor drin ist. Und hier wurde ja auch heute sehr viel gelacht, aber damals war es ja schon auch so, dass in deinen Filmen, du hast ja eine besondere Sprache, es wird sehr viel diskutiert und der Humor war eigentlich sonst nie erwähnt, als ob du den in den anderen Filmen gar nicht hättest. Ja, und ich war sehr froh, dass ich also mit der Crew, die ich hatte, mit den Freunden, dieses Thema, das ja auch immer nur als Drama auftaucht, ja, dass ich das mal wie eine Komödie behandeln kann. Ja? Und dass die sich auch selber auf die Schippe nehmen. Und ja, die Dialoge, ich glaube, dass die auch deswegen so gut sind, weil diese Nicht-Schauspieler, mit denen kann ich ja, da kann ich Drehbücher schreiben, wie ich will, aber ich muss ihnen die Freiheit lassen, den Gedanken, den ich in der Schreibe hatte, dann für sich weiterzuentwickeln. Ja? Und das können sie, wenn sie eine Figur spielen dürfen. Ja? Denn dann brauchen sie auf nichts Rücksicht zu nehmen und können auch ein Stück weiter gehen, als sie jetzt gehen würden, wenn sie nur ganz wortgetreu meine Texte sagen würden. Ja. Das wäre auch die Frage, wie weit schreibst du die Dialoge vor? Das sind ja wie aus dem Leben gegriffen. Ich glaube, viele von diesen ganzen Diskussionen oder Teile von den Diskussionen kennen wir aus den eigenen Beziehungen.
Naja, und ich denke, da hat natürlich schon geholfen, dass ja nicht nur die Ulla Stöckel das Problem hatte mit den Mehrfachbeziehungen oder was auch immer. Ja? Aber wie ging das denn? Wie hat man es denn gelöst? Das war es wirklich mal zu probieren, das ist der erste Schritt. Ja? Aber wie geht es dann weiter? Das weiß erstmal kein Mensch. Und das ist auch so schön, dass du in deinen Filmen immer ein offenes Ende lässt. Also es gibt verschiedene Wege immer und alle dürfen beschritten werden. Ja klar, weil es gibt so viele Wege, wie es Frauen gibt, die so einen Weg beschreiten. Natürlich auch Männer, ja. Aber bei den Männern ist eine Sache halt immer völlig anders. Für die wurde die Prostitution erlaubt. Ja. Und die konnten sich woanders gütlich tun und die Frauen nicht. Haben es natürlich auch gemacht, aber geheim. Ja, und wenn sie erwischt wurden, na, dann kann es ihnen auch heute noch passieren, dass sie erschlagen werden. Das muss sich ändern. Ja. Ich öffne mal, vielleicht sind... Ja. Vielleicht gibt es ja Fragen aus dem Publikum. Ja, da ist direkt eine. Wer hat die Kamera gemacht, wenn die Ursula Finze... Na, ich. Ja, denn ich meine, die hat ja den Film nicht alleine gemacht. Und wir haben den Film ja auch so gesehen zusammen gemacht, denn es hat auch der Alf am Anfang mal die Kamera, wenn er nämlich die Eva filmt, während sie auch gleichzeitig von ihm gestreichelt wird. Ja? Also da haben wir uns dann auch abgewechselt, aber das war schon meistens ich. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht, weil, also ich hatte einen ganz, ganz lieben Freund und der sagte mir eines Tages, ach weißt du, wenn du Kamera machen willst, dann musst du 10.000 Meter verjubeln können und das hast du nicht. Also lass es doch lieber bleiben, da hast du doch jemand dafür. Ne? Und Super 8 war natürlich auch wiederum etwas, was das konnte man sich leisten. Vor allem nachdem dafür auch von Kostas in Hamburg ein Blimp erfunden wurde, also das grüne Gehäuse, das um die Kamera herum ermöglichte, dass man auch einen Ton synchron machen konnte. Ja, das war ja eine Neuerung. Und überhaupt in den Besitz von Produktionsmitteln gekommen in den 70er Jahren, das ja, war ja wirklich fast unmöglich. Vor allem, wenn man denkt, dass ja auch im Kino ganz lange und auf Festivals nur 35 mm akzeptiert wurde. 16 war Fernsehen, Amateur und ganz sicherlich nicht Film. Ja? Und das hat sich Gott sei Dank auch ein bisschen geändert. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass heute mehr Leute auch also an Produktionsmittel kommen, wenn sie meinen, dass sie was zu sagen haben. Ja. Und ich glaube, mit Super 8 war das auch, dass also tatsächlich so eine ganze Welle von Frauen dann mehr Filme machen konnte. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist möglich. Ja, denn ich meine, auch hier ist es ja nicht so, dass man, wenn man was aufgenommen hat, dann automatisch weiß, was man jetzt weiter mit dem Material macht. Ja, die Nachbearbeitung ist ja auch was man können muss. Ja. Ja, und die Geräte dazu haben. Ja. Also auch nicht billig. Mich hat der Film sehr berührt. Danke. Nee, war komplex. Okay, ich glaube, ich spreche einfach mal laut. Das kann ich. Mich hat der Film sehr berührt. Ist aus meinem Geburtsjahr. Und ich finde ihn erstaunlich aktuell. Und was mich interessieren würde, würdest du heute nochmal in die Verlegenheit und die Möglichkeit kommen, einen solchen Film zu machen? In Klammern, bei den Öffentlich-Rechtlichen wirst du ihn wahrscheinlich nicht mehr unterbringen, so wie ich sie heute wahrnehme. Wo würdest du eine Akzentverschiebung vornehmen? Also wo würdest du sagen, das kann ich abhaken oder das muss ich noch anscheinend mehr betonen, da haben 50 Jahre nicht gereicht. Jetzt an diesem Film? Oder? Eine Idee eines solchen Films heute noch mal zu machen, der so etwas auch bespricht, also Verhältnisse, Beziehungen.
Polyamory. Polyamory gibt es ja für heute den Begriff, genau. Ja, also ich denke, ich komme jetzt einfach nochmal auf die damalige Zeit einen Moment. Also wenn es nicht Super 8 gewesen wäre und das ZDF, das auch als ein, vor allem das kleine Fernsehspiel, das muss man dabei betonen, weil die auch die einzigen damals waren, die sich als eine Art Experimentierlabor manchmal verstanden haben, dann hätte ich diesen Film damals überhaupt nicht machen können. Denn was ihn möglicherweise zu dem gemacht hat, was er jetzt ist, so wie er da auf der Leinwand ist, war, dass mir keiner dazwischen gequatscht hat. Ja? Also er gehört, und deswegen bin ich besonders froh und dankbar an alle, die mitgemacht haben, dass es den heute Abend hier gibt, ja? Kinemathek etc. Ja. Weil, ja, was sollte ich da jetzt sagen? Ich meine, wenn man durch die ganzen Schritte von Drehbuch schreiben, Geld besorgen, Redakteure als Produzenten, Co-Produzenten hat, dann wollen die natürlich auch ein Sagen haben. Und es ist immer ein Eiertanz, sich auf das einzulassen, was man da vielleicht annehmen kann, und das durchzusetzen, was man wirklich sagen will und wollte. Und das war hier einer der wenigen Momente, so wie Neun Leben hat die Katze und Geschichten vom Kübelkind und noch ein paar andere Filme, wo mir niemand dazwischen gequatscht hat, wie ich es mache. Und ich denke, das ist so wichtig. Dann soll doch was schief gehen. Man lernt doch aus Fehlern. Ja? Und lieber für was kritisiert werden, was dann meinetwegen zu lang oder zu frech oder zu unverschämt ist, als bedauern zu müssen, dass man auf ein Rat hat hören müssen, der einem eigentlich die Sache verdirbt. Ja, denn das ist ja immer wieder so eine Erfahrung. Was soll denn dann plötzlich aus der Kreativität weggenommen werden? Und es sind merkwürdigerweise, waren das in unserem System immer die Sachen, für die ich mich am meisten anstrengen musste, überhaupt drauf zu kommen. Ja, und ich denke, dass da auch ein ganz besonderer Unterschied zwischen Männern und Frauen besteht, wenn sie Filme machen, weil wir brauchen eine ganz besondere Courage, uns unsere wirklichen Bedürfnisse klar zu machen oder aber das, was wir gelernt haben und machen sollen, so auszublenden, dass es jetzt was anderes wird. Ja? Und von daher würde ich heute sagen, das hat sich inzwischen durchgesetzt, Polyamory in Filmen und Beziehungskisten, nenne ich das mal, in Filmen, ja, die gibt es ja, und, aber sie gehen meistens, bis auf wenige Ausnahmen, immer so aus, dass es halt nicht geht. Ja? Und es geht nicht, weil es nicht geht. So. Und sich da mal zu überlegen, ja gut, über wie viele Verbote hatte man sich denn überhaupt hinwegzusetzen, mal frei zu entscheiden, welches Verbot ich jetzt übertrete. Ist es die Kirche? Ist es die Sozialisation? Ist es mein Ruf? Weil ich meine, Polyamory, da bist du als Frau ja auch ganz schnell in der Nuttenecke. Ja? Und das Flittchen und ich weiß nicht was. Und du weißt nicht, was du willst. Und ja, alle anderen wissen es. Ja? Ich finde, du hast in dem Film das eigentlich auch ganz super rausgearbeitet. Und das besagen auch heute alle Untersuchungen, dass wenn die Polyamory nicht so gut funktioniert, soll es ja manchmal schon geben, zumindest über bestimmte Phasen des Lebens hinweg, dann hat es meistens damit zu tun, dass es ein Machtgefälle gibt, ein ökonomisches, oder hier mit der Care-Arbeit, ne, Hausarbeit. Das ist das, was du ausführlich hier dargestellt hast. Und insofern ist er ja auch so modern noch heute. Naja, und ich meine, es ist doch klar, dass hier auch an Machtpositionen gerüttelt wird. Ja. Ja?
Und wie das ausgeht, das kann man auch nie vorhersagen. Und ich denke, eines der größten Hindernisse, dass wir nur eine oder einen lieben sollen, liegt ja darin, dass die Menschen früher auch nicht so eine große Lebenserwartung hatten. Und wenn sie Kinder gekriegt haben, die Frauen ja sehr oft schon beim ersten Kind gestorben sind, ja, also bis dass der Tod euch scheidet und jetzt kann was Neues losgehen. Und ich denke, wir brauchen nicht den Tod, um uns zu scheiden, ja, sondern alles hat möglicherweise ein Ende und dann kann es neu losgehen, ja, oder parallel. Ist mir auch recht. Ja. Gibt es noch Fragen? Hast du den Film alleine geschnitten? Den habe ich nicht alleine geschnitten, nein, weil ich habe keinen meiner Filme alleine geschnitten, weil ich mich hoffnungslos im Material verheddert hätte. Ich saß lieber hinter einer Kötterin oder einem Kötter und habe mir 100-mal hin und her angeguckt mit denen, was jetzt notwendig ist und was nicht. Ja, denn das ist wieder die andere Sache. Selbst wenn ich mit einem Schneidetisch umgehen kann, heißt es ja nicht unbedingt, dass ich ihn beherrsche. Aber ich beherrsche vielleicht das Tempo, das nachher rauskommt, weil ich es oft genug gesehen habe. Und ich denke überhaupt, dass man nicht alles auch wirklich selber machen muss, was man mal gelernt hat und was man so oder so kann oder nicht kann. Ja? Sondern man kann es probieren. Das ist wie den Polyamorie. Ja, probier's doch. Du weißt erst nach einem Filmschnitt, was jetzt anders ist als vorher. Das kannst du in der Theorie nicht wirklich sagen. Ja. Ich wollte noch sagen, dass mir auch das Spielerische sehr gefallen hat bei dem Film. Also er ist ja nicht nur politisch, oder er ist auch im Spielerischen politisch. Und er hat so eine Liebe zu den Dingen, die er filmt, so ein bisschen. Also diese Haare, wie die Haare gefilmt werden, oder der Käse oder so, da ist so eine, da kommt auch so eine, weiß ich nicht, so eine Schönheit hervor, die aber sowas, weiß ich nicht, ob was Spontanes hat. Und das würde mich mal interessieren, Oder sonst gibt es gerade immer weiter. Ich habe gerade gesagt, dass mir auch das Spielerische sehr gefällt, vor allem der ästhetische Moment, also die Liebe zu den Dingen, also zu den Haaren, das Licht auf den Haaren, der Käse, wie man dann die Lust hat zu essen. Und da gibt es ganz viele Momente. Ich glaube, am Ende, dieses, wenn die sich ständig die Position ändert, ist ja auch wie so ein Spiel mit Spielfiguren und immer wieder andere Konstellationen. Aber vor allem der Kamera ist so eine, finde ich, die ist so affiziert von den Dingen, die sie wiedergibt. Und das würde mich interessieren, wie das im Drehprozess sich beschreibt. Naja, das liegt natürlich auch mit an der Vertrautheit, die ich mit den ganzen Mitspielenden hatte. Also man konnte sich lustig machen, man konnte komödiantisch sein, man konnte sich auf die Schippe nehmen. Und ja, Haare waren ja für Frauen immer schon was sehr, sehr Wichtiges. Ja? Und in den 70er Jahren, haben wir ja gesehen, waren also bei Gretel die Lockenwickler noch eine ganz, ganz klare Sache. Das war bei Eva schon ein bisschen anders. Die hat einen tollen Schnitt, die wäscht sich die Haare und flappt sie sich trocken und okay ist. Ja. Aber Haare sind auch heute noch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das Detail, die Liebe zum Detail, die macht für mich eigentlich auch aus, dass ich es zeige, was, woran, warum wichtig ist. Ja. Denn ich bestehe zum Beispiel bei meinen Studenten beim Drehbuchschreiben immer darauf, dass sie auf den Punkt kommen, was in einem bestimmten Moment sie sehr unglücklich oder sehr glücklich gemacht hat. Und dann sind es vielleicht im Film übertragen drei Einstellungen, weil drei Ereignisse, die hintereinander weg passieren. Ja? Und daraus erklärt sich dann viel anderes, das dann folgt. Und Spontanität, finde ich,
immer das Allerwichtigste und auch das Ziel, das ich mit professionellen Schauspielern immer angestrebt habe. Also je mehr ich mit ihnen vorher diskutieren konnte über die Themen, die in den Filmen vorkommen, desto mehr konnten sie sich auch einbringen und diese dritte Dimension schaffen, die dann das Neue war, ja, zwischen meinem Text, meiner Bildvorstellung und ihren Reaktionen. Und dasselbe gilt ja auch für die Kamera im Prinzip. Ja, ich muss mit meinem Kameramenschen, Mann oder Frau, ganz lange vorher diskutieren können, was ich eigentlich will mit dem Stoff. Was soll da rauskommen? Ja, und wenn man sich das, wenn das lange genug hat dauern dürfen, dann kann man wieder die Augenhöhe auch herstellen. Ja, und kann zuhören, was jemand anderer vielleicht beitragen möchte und kann. Ja. Das ist ja letztendlich auch das, wofür du plädierst, auch in diesem Film wie in anderen, wirklich diese Kommunikation miteinander. Und das nochmal jetzt, also untereinander, die Schauspielerinnen, dann mit dir, das beim, bei der Produktion, aber auch, du hast ja da die vielen Ebenen drin, das finde ich immer so toll, dass es eben auch nach außen geht und dass wir nochmal weiter drüber reden und die dann kommentieren, also ganz viele Ebenen. Ja, man kann halt im Gespräch auch nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt kommen. Danach muss man machen. Ja. Ja, ich wollte noch mal was. Dann gebe ich dir es mal gerade. Oder wir teilen uns. Ja, ich wollte noch mal an die Details anknüpfen. Und was ich so toll fand, als sie Geld ausgeben wollte, ja, jetzt kaufen sie ein. Und dann auf dem Markt, alles groß. Große Tomaten, große Auberginen. Und normalerweise würde es ja nachfragen, wie teuer ist das oder so. Aber das hat mich, das fand ich ganz toll. Und mit wieder dieses Jahr, jetzt kaufe ich ein, dann auf die Größe, also auf viel. Fokussiert wurde. War das so gemeint? Ja, das war so gemeint, denn ich meine, sie träumt ja von, das ist jetzt im Film nicht gezeigt, aber das hätte durchaus so weitergehen können, dass sie dann mit dem, was sie da auf dem Markt gekauft hat, ein ganz großes Festessen mit für alle ihre Freunde kocht. Ja. Und das wäre dann wieder nochmal ein neuer Kommunikationspunkt, ja. Weil das Essen zusammen ist uns allen ja, glaube ich, immer wieder sehr wichtig, ja. Da ist noch einer. Ja, ich wollte auch mich bedanken für den Mut, den du machst damit, also auch eben für die folgenden Generationen vielleicht. Also ich nehme daraus ganz, ganz viel mit für mich und mich rührt das sehr an zu hören, was du für eine Botschaft schon vor 50 Jahren in die Welt bringen wolltest und wo das jetzt ankommt, so viele Jahre später. Und was mich noch beschäftigt, oder ich muss es auch nochmal fragen, obwohl du es eigentlich schon mehrfach gesagt hast, einfach machen und sich trauen und mutig sein, das nehme ich auf jeden Fall mit. Aber vielleicht nochmal persönlich, warum hast du nicht aufgegeben? Also wenn so viele Menschen, vor allem Männer, vielleicht in deinem Weg standen und dir irgendwie das Kabel aus der Hand gerissen haben und sagten, wie diese, die ich heute noch erlebe, frage ich mich, warum hast du dann einfach nicht gesagt, ja okay, dann lass ich es sein. Was hat dich da irgendwie weitergetrieben? Naja, sagen wir es mal so, ohne die männliche Zustimmung, dass ich Studentin an der Hochschule für Gestaltung werde, hätte ich nicht Film lernen können. Das heißt, alles, was Frau meiner Generation erreicht, hat sie auch mit Hilfe von Männern erreicht, die anders waren. Also mit anders meine ich jetzt, die auch daran interessiert waren, dass Frauen, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, gleichberechtigte Partnerinnen werden. Damit nachher fertig zu werden, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Ja, also es wird immer schwieriger, je näher man an die
an die Schwelle kommt, dass man auch eine Konkurrentin wird und nicht mehr nur eine Lernende. Ja? Und das haben wir, glaube ich, heute auch noch nicht hinter uns ganz. Aber es gibt ja Gott sei Dank schon sehr, sehr viele Frauen, die sich erstens alleine ernähren können, weil sie einen Beruf haben. Und es sind Berufe, die wirklich auch ein Studium zum Teil voraussetzen. Also sie haben etwas lernen dürfen. Das war ja auch nicht selbstverständlich, weil wir heiraten ja doch. Ja? Also wenn du dann gut kochen kannst und auch noch nett aussiehst und vielleicht auch Klavier spielen kannst, wenn, dann ist doch fein. Ja. Und das hat sich ja verändert. Und ich meine, warum? Nein, ich war auch immer zu neugierig, weil es waren ja immer erste Schritte. Und was kommt dann? Ja, was kommt dann? Was passiert dann? Und das war eigentlich auch immer sehr spannend, weil, und das ist, glaube ich, ganz besonders beim Film so schwierig, wenn man ein Nein bekommt von den Anstalten, dann heißt es auch nicht für immer ein Nein. Man weiß zum Beispiel nie, wann dort jetzt plötzlich sich der Wind dreht oder die Meinung und jemand doch wieder auf einen zukommt oder man hingehen kann und sagen, ja, wie wär's denn jetzt? Ja? Also ich glaube, man darf nicht aufgeben, wenn man meint, etwas zu sagen zu haben. Weil das war ja wichtig. Ich wollte nicht so werden, wie meine ganz wunderbare Mutter war. Ja, also die war einfach eine andere Generation und hat noch unter völlig anderen Bedingungen gelebt, als ich es dann konnte. Und so geht es ja für jede Generation und jede Generation muss ja ihren eigenen Weg finden. Da können so viele vorhergegangen sein, wie sie wollten, denn man soll nicht denken, dass wenn heute jemand als erste Person gefeiert wird, die das und das und das gemacht hat, dass das auch die erste Person war. Wir wissen nur nicht, wer vor ihr oder ihm schon alles probiert hat und es ist untergegangen. Aus welchen Gründen immer. Ja. Und das Schöne ist ja auch, dass wir dich hier haben, dass das Wissen weitergegeben wird. Und dass wir sehr wohl auch intergenerationell sogar hier heute Abend vertreten sind, was auch nicht so oft vorkommt. Ja, und ganz zum Schluss möchte ich mich einfach wirklich auch bei allen Menschen bedanken, die den heutigen Abend möglich gemacht haben. Auch bei Iris, der Kinobesitzerin oder Betreiberin. Und bei Polly Fun Love, die das alles organisiert hat. Weil so groß konnte ich es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass es wird. Also ganz vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Und jetzt feiern wir. Und jetzt feiern wir.